Herzlich willkommen zur weiteren Folge gerade. Noch viel Marsch. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ja, Sonntag. Ja, wir machen weiter Holz. Wir verkaufen nebenbei noch Gärreste. Das haben wir noch reichlich. Der Rest ist fast weg. Das Stück Wald haben wir noch gekauft, den kleinen. Ob wir heute und in der nächsten Woche noch ein bisschen fällen wollen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Nebenbei kommt die BGH immer noch Silageballen, die wir im letzten Sommer gemacht haben oder Herbst. Da schauen wir dann mal gut mit runter kriegen, die Zeit. Und wenn das jetzt der Winter geschafft ist und zum Frühling gehen sollte, hoffe ich, dass wir schon mit der Vielfach beginnen können. Deswegen machen wir jetzt um die Felder keine Sorgen, weil die werden nicht mehr reif. Ist halt so. Bei mir scheint es der Grund zu sein, dass ich 2 oder 3 Nächte geschlafen habe. Kann man sehen in den Folgen davor. Deswegen sind mir auch 17 Tiere gestorben. Obwohl die alles hatten. Futter, Wasser. Ja. Sauber war es auch. Und seitdem ich nicht mehr schlafe, die Tiere besser Gesundheit. Apropos Tiere, wir haben nachts mit dem Stall gespielt. Wasser und Stroh geht zur Neige. Aber die Gesundheit fast 100%. Also kriegen fast alle die Kälber, also 0,3. Wäre also im Frühjahr soweit. Oh, 0,2, das schafft vielleicht noch immer. Ja, jedenfalls sind die Tiere gut versorgt. Wasser kriegen die nachher nochmal. Ja, Futter haben die mehr als genug und Wasser ist ja kein Problem. Stroh ist nicht unbedingt notwendig. Wenn kein Stroh da ist, dann gibt es halt nur Gülle. Und wenn Stroh ist, gibt's nur Mist. Was halt okay ist. Also die BGH hat vom Mist nicht viel gekriegt. Also verdient haben wir da nichts. Obwohl ich da bestimmt fast mal 1000 hingefahren habe, Liter. Aber gut, das ist egal. Jedenfalls werden wir daraus ab der Vierfach, wenn wir daraus Dünger herstellen. Wir haben ja nur alles da. Werden wir uns fast 100 Tiere anschaffen. Und Kühe. Und mal sehen, ja, Schweine müssen wir sie Futter haben, ne? Wollen wir mal ein bisschen was anschaffen. Futter kann man sich auch kaufen zur Not. Vielleicht gibt es auch bald eine Schlachterei, mal sehen. Wenn die Vielfach fertig ist, wie gesagt, wenn. Ich denke mal, einige Produktionen werden noch kommen.
hat, genau, das weiß ich nicht. Aber eine Schlachterei wäre eine Option. Manchmal ist er ein bisschen buggy, ne? Ja, die BGH oder die GRS bringen noch gutes Geld nebenbei. Kriegen wir auch noch einiges zusammen. Zum Glück haben wir keinen Schnee angesagt. Also für den frühen Winter haben wir recht mild hier. Typisches Westwetterlage. Früher Winter ist eigentlich Dezember, glaube ich. Ja gut, das ist eigentlich durchaus realistisch, dass es da nicht so kalt ist. Aber das ändert sich noch, denke ich mal. Was haben wir eigentlich für Vorhersage? Also Niederschlag ist erst im Frühling, wie angesagt. Ja, und dann wird es richtig viel warm. Sommer 36 Grad. Also den Wetter will ich wirklich sehen, der sowas noch vorher sagen kann, ne? Halbes Jahr vorher, Wetter will ich vorher sagen. Gut, da steht ja auch drin, dass Unsicherheiten zunehmen, aber ich stehe fest, im Sommer ist es wärmer wie im Winter, dazu brauche ich keine Vorhersage treiben. Das ist ein schöner Baum. Ich glaube, der Borkenkäfer. Ja, da haben sie auch heftig verkalkuliert. Die lieben Forstleute. Schnell wachsenden Baum. Gut und schön. Aber dummerweise ist er jetzt für unser Wetter nicht mehr richtig angepasst. Nun sage ich mal, jetzt rufen sie alle nach dem Staat. Finanzielle Hilfe. Ja, klingt gut. Und wenn sie Milliarden Gewinne gemacht hätten, hätte keiner gerufen. Willst du auch ein bisschen Geld haben? Ich meine, viele wird es nicht so gut gehen, also die Kleinen vor allen Dingen, aber die Großen. Vor allen Dingen Spekulanten da unter denjenigen, die ein bisschen spekulieren. Hedgefonds und so, ne? Die Wälder gekauft haben vielleicht. Aber ein anderes Thema. So, wir haben jetzt wieder die 9. Folge heute. Die Aufnahmesession auch erledigt. Im Grunde schaffen wir jetzt immer so einen Tag im Spiel. Nächste Woche ist dann Mitte Winter. Und dann nächste Woche ist der 5. Oktober, 7. und Sonntag, glaube ich. Darf ich noch nicht kommen, dann mache ich hier noch weiter. Und dann könnte das schon bald soweit sein. Theoretisch. Aber wie gesagt, ich habe vor, im Frühjahr umzuwechseln. Wenn das jetzt also theoretisch noch Mitte Winter ist und Ende Winter, ist noch okay. Selbst bei frühen Frühling, also würde ich sagen, okay, ach egal. Wir sehen halt nichts aus. Das geht meist sowieso nicht, weil es noch so kalt ist. Wollen wir halt doch noch einen Wald kaufen, ne? Geht halt nicht anders. Also Holz geht ja immer. Pappeln haben wir keine. Auch mal eine Option, ne? Pappeln anbauen. Und dann entsprechend Hackschnulze machen. Lager voll machen und dann im Winter verkaufen. Im Winter gibt es eigentlich für Hackschnulze gute Preise.
Mist, Schweinefutter, Tabak, Sand, Kies, Leerpalette, Karton, Pelle zum Beispiel. Im Winter garantiert bessere Preise als im Sommer. Eine raune Fabrik für. Ansonsten Hackschnitzel. Kann man ja auch direkt verkaufen. Normalerweise. Kommt man jetzt im Heizkraftwerk 270. Also jetzt im Winter müssten die Preise eigentlich richtig hoch sein. So war es im 17er gewesen. Ja, machen wir einen Baum ein. Sportlich, ne? Gut, dass wir angeschnallt sind. Ja, die Gärreste, das ist ja schon im Grunde können wir sagen, zum Glück geht der Verkauf von Silage trotzdem, obwohl die eigentlich voll ist. Normalerweise geht das nicht. Wer weiß, wenn da noch ein Patch kommt, was sie gesagt haben, weil zum DLC kommt meist immer ein Patch, weil das angepasst werden muss. Und da gibt es oft noch einen Patch für DLC an sich direkt. Und da noch Fehler feststellen, schließen wir nichts aus und dann sind wir durch, der Patch. Mehr wird es ja nicht geben. So. Heute sind ja Wahlen in Österreich. Ach je. Dann kannst du morgen wieder kein Radio anmachen oder Fernsehen. Geht den ganzen Tag. Und wir jammern mit schwierigen Verhandlungen für die Regierung. Alles nur Show. Sag ich dir nur. Ein bisschen Holz erkaufen und ein bisschen Geld verdienen, das ist auch ganz gut dabei. Aber später brauchen wir Holz für unsere für Sägewerk zum Beispiel, brauchen wir Holz, Leerpaletten. Kann man auch gutes Geld verdienen. Und wir haben Arbeit im Winter, das ist immer entscheidend, ne? So. Ah. Ich dachte schon, er will mich umbringen hier. Da steigt der Preis sogar noch für Klär. Im Klärwerk. Ich meine, normalerweise, wenn ich jemanden entsorgen will, muss ich bezahlen, ne? Aber wiederum, das hätte ja auch Dünger in dem Sinne. Ist ja. Beste Silage. Wollen wir mal schön Mais machen, ne? Häcksel und dann schön Silos voll machen. Aber das machen wir alles in der Vierer nachher. Können wir ja im Frühjahr anfangen mit. Häcksel haben wir ja. Den haben wir schon mal gekauft. Mais haben wir schon mal gemacht. Können wir hier so ein Ding hinstellen, so. Ach, Zungenbrecher, ja, genau, das ist Fabrik für Silage, das so. Das war zu hoch. Ja, so ein Wald ist nicht groß, ne?
Mal sehen, mal gucken, mal bei YouTube, ob es noch andere Musik gibt. Und die Playlist müssen wir erweitern. Stück für Stück. Ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Das ist immer das Problem mit der GEMA-freien Musik. Einmal das Radio angehabt von RS. Da kam gleich eine Ermahnung, kann ich sagen. Eine Aufforderung oder ein Angebot im Prinzip, dass man das die Musik rausfiltern kann. Ansonsten kann das passieren, theoretisch. So haben sie mir geschrieben, dass ich dann die Werbeeinnahmen, die ich bekommen würde, betone würde, bekomme keine, gibt doch keine. Da bin ich noch weit weg. Wenn ich mal welche kriegen würde, würde ich es gleich gar nicht aktivieren. Weil ich sag wegen bisschen Einnahmen Gewerbe anmelden? Nee. Glaub nicht, das lohnt sich nicht. Der bürokratische Aufwand ist viel zu groß. Das Einzige, was verlockend wäre, wenn ich mir theoretisch die Technik kaufe. Wenn ich die steuerlich absetzen könnte, das wäre schon nicht schlecht. Von den Steuern, die ich normalerweise also allgemein zahle. Aber ich denke mal, da bin ich so weit weg wie jetzt, was ich hier, bis zur Rente oder so, keine Ahnung. Mein Technik kostet schon Geld, ne, also. Aber das gönnen die mir nicht, glaube ich nicht. Das ist ja, da fährt immer noch fleißig im Gärreste. Aber da kostet ja auch Geld, ne? Aber im Großen und Ganzen mache ich mit dem Plus. Bevor die Gärreste verschenken, kann man die auch verkaufen. Denn überlegst, wenn du jetzt 70.000 Liter Dünger kaufst, kostet ja ein Schwein Geld. Und der Aufwand, auch ein Feld aufzubringen, ist ja enorm. Immer das geht. Sogar sehr gut, sogar klappt sogar mit Crossplay. Das ist nur halt das Problem, wenn du mehrere Felder hast, brauchst du auch mehr Fahrzeuge. Dass du pro Feld einen fahren kannst, lassen kannst. Ja, sogar sich hinten drinnen. Verkauf, Gärreste, ja, Mord. Da muss ich mir dann vier entsprechend auch alles nachher separat. Was ich Verkaufskurse und Aussatzkurse. Das Problem ist, wenn ich bei großen Feldern nehme, am Anfang hast du ja nur ein Fahrzeug. Bei kleinen Feldern macht es eh nur ein Fahrzeug Sinn. Aber bei großen Feldern machst du ja ganz gerne mit Verband, damit man innerhalb der kurzesten Zeit auch die Aussaat auch erfolgt. Und dann musst du wieder extra Kurse einfahren, also ganz anders berechnen. Obwohl das eigentlich kein Problem ist, das kann man ja machen. So entsprechend speichern. Irgendwas hier Ressourcen treffen, weiß nicht was. Viele Bäume. Können wir nächste Mal ja bald Holz verkaufen. Denn der ist ja eigentlich fast weg. Ne? Ich fall um, du.
Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles ist oder noch ein Stückchen dazugehört. Da sollen wir auch nicht einen Baum machen hier. Ich glaube, das andere ist auch noch dazu. Aber das machen wir nächste Woche, wenn es weit ist. Wieder mit hoch, glaube ich, ja, auch gut geht. Immer nicht so genau, ne? So. So, schauen wir kurz nach, ob wir noch den Wald haben. Wir stehen. Aber wir haben jetzt ein kleines Teil des gefällt. Okay. Denn das Wald haben wir auch noch. Das Wald, ja. Das heißt. So, liebe Zuschauer, oh, jetzt ist der Preis doch gefallen. Das wär's für heute. Ich sag mal Tschüss und Winke Winke. Danke noch fürs Reinschauen. Und noch einen schönen Restsonntag. Ja, dann vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Sag mal Winke Winke, bis dann, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.